Online-Radio-Düren kommt weiterhin zum Fußball. Wir gehen nach Hochumstammeln zum Aufsteiger der Kreisliga A. Heute eine schwere Auswärtspartie bei der SG Voreifel unter Guido Hau, unter der Leitung vom Trainer Guido Hau. Mehr zum Spiel vom Tabellenführer am zweiten bzw. am dritten Spieltag um 19 Uhr. Hochumstammeln hat die Voreifel dementsprechend erfolgreich wieder verlassen und ist im Clubhaus eingetroffen. Wir begrüßen am Telefon Philipp Sattler. Guten Abend. Guten Abend, Herr Jochem. Hallo. Herr Sattler, am Mittwoch ist ja die Champions League Bayern München und Dienstag ist, glaube ich, Borussia Dortmund auf der Insel. Wo sind Sie denn am Dienstag mit Ihren Spielern? Ja, wir bereiten uns am Dienstag auf diese Spiele vor, ja. Also wir haben normalen Trainingstag und freuen uns natürlich außerordentlich, dass wir heute bei einem sehr guten Gegner wieder eine sehr gute taktische Leistung abliefern konnten und mit den 3 Punkten und 3 Toren nach Hause gefahren sind. Ja, es gab heute schon große Komplimente für Ihren Verein, für Ihre Trainertätigkeit, auch für Ihre Mannschaft und das Umfeld aus der Jülicher Region. Komplimente wurden schon ausgesprochen, wie gesagt, heute am dritten Spieltag. Also Hochumstammeln ist in der Liga angekommen. Sie haben es angesprochen, Voreifel 3:0 deklassiert, kann man schon bald sagen. Stefan van Amelen hat schon nach 18 Minuten das erste Zeichen gesetzt. Ja, nicht ganz. Ich muss sagen, der Junge hat die 3 Tore gemacht heute. Der Junge hat aber Trainingsrückstand und bedingt durch seine Urlaubsabwesenheit und durch seine berufliche Aspekte, die er hat, er ist auch heute nach dem Spiel direkt in die Nachtschicht gefahren. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass er schon sehr präsent in den Spielsituationen ist und auch ja, egal ob gegen Jülich oder auch heute, sehr gute Abschlüsse gemacht hat, die natürlich auch gut vorbereitet waren. Aber wir haben bereits in der 3. Minute starker Offensivbeginn der Voreifeler, das habe ich erwartet, aber bereits in der 3. Minute Kopfball von Schumacher Andreas, den der Torwart sensationell hält und wir bringen den Ball aus einem Meter dann wieder nicht über die Linie. Das war alles okay. Wir hatten auch einen super Schiedsrichtergespann heute, der uns mit einer Fehlentscheidung in der 11. Minute ein klares Tor nach einem langen Ball von Johannes Müller, der den Abwehrspieler noch übersprungen hat. Und da lief eigentlich auch Stefan van Amelen vorbei, hat das Tor gemacht, wurde abseits gepfiffen. Okay, also wir waren präsent auch in der Anfangsphase gegen eine Voreifeler Mannschaft, die natürlich versucht hat, in der Anfangsphase Druck aufzubauen. Aber nach 10 Minuten haben wir das gut aufgenommen mit unserer taktischen Grundordnung. Und ich muss sagen, das war alles okay bis dahin. Ja, bis zur 45. Minute war ja alles im grünen Bereich. Ihre Mannschaft hat keine gelbe Karte kassiert. Der Stefan van Amelen, Sie haben es angesprochen, das erste Tor geschossen in der Voreifel. Halbzeit und für Sie natürlich Zufriedenheit in die Kabine. Total, weil wir in der 21. Minute, wie gesagt, aus dem Rückraum, wo wir die gegnerischen Offensivkräfte aufgenommen haben, das ist gut gelungen, haben wir einen klasse Pass von Alessandro Scro zu Stefan van Amelen geschickt, der dann mit dem Schattenschuss das 0:1 erzielen konnte in der 21. Minute. Wir haben eine gute Grundordnung gehabt und haben ja, natürlich das eine oder andere korrigiert, aber ich muss sagen, wir haben, egal ob es Danac war oder Halimi, wir haben gut aufgenommen, der aus dem Rückraum kam und sind verdient, denke ich, auch in die Halbzeit rein. Gab es denn gewisse Punkte, die man ansprechen musste in der Halbzeit? Sie haben es angesprochen, Voreifel mit einer starken Mannschaft aufgelaufen, aber in der ersten Halbzeit eben kein Feedback auf der positiven Seite. Dementsprechend hatten Sie sich denn für die zweite Halbzeit was anderes ausgedacht oder in dem gleichen? Nein, ich habe eigentlich meine Mannschaft so weitergespielt. Ich habe nur Sebastian Roman aufgezeigt, dass er die totale Sechs spielt. Das hat er super in der 2. Hälfte gemacht. Ich habe einen Hinweis an Weber und Glütsch gegeben, weil Voreifel
die Außenposition hinterlaufen hat, dass wir das richtig aufnehmen im Wechsel. Das war der einzige Hinweis. Und ansonsten habe ich einfach appelliert, dass wir die ersten 10 Minuten unsere Ordnung beibehalten, den Gegner früh aufnehmen, nicht ins Spiel kommen lassen, haben wir gut gemacht. Und ich muss dann sagen, bereits in der 50. Minute Weber Marian Ball erobert über die linke Seite durch 2 Mann bis zur Torauslinie durchgesetzt, ein klasse Rückpass gespielt, den Stefan von Ameln direkt ins lange Eck vollzogen hat. Das war schon sehenswert. Ja, die letzten 20 Minuten im Spiel nach dem 2:0 Führungstreffer, die letzten 20 Minuten, wie gesagt, Andreas Schumacher rausgenommen. Gibt es da noch Formschwäche oder berufsbedingte Einsätze? Nein, man muss eins klarstellen, das zeige ich meinen Jungs auf. Wer 67, knapp 70 Minuten gut gearbeitet hat und ich führe 2:0 bei einem starken Gegner, dann habe ich auch mal taktisch Handlungsbedarf und dann ist das für die Mannschaft, wie wir uns entscheiden. Das erkläre ich auch denen, die auf der Bank sind, die sporadisch zum Einsatz kommen. Und das war hier der Fall. Ich habe auch in der Schlussphase Stefan von Ameln ausgewechselt, ja, um nochmal die Zentrale zu stabilisieren. Das gehört alles zum Fußball dazu. Das geht nicht gegen eine Person. Deswegen war die Leistung ja nicht schlecht. Aber man muss auch mal sehen, wenn man 70 Minuten gepowert hat, dann ist normal, dass auch mal ein Wechsel vollzogen wird. Ja, Ihr Offensivtrio, Sie haben es angesprochen, Stefan von Ameln, Andreas Schumacher, sag ich mal, in der Auswechslungsphase und zum Schluss auch noch Marian Weber. Also da haben Sie schon Ihre Taktik, sag ich mal, umgesetzt. Ja, richtig, weil nochmal auch Stefan von Ameln, ich hatte es angesprochen, hat Trainingsrückstand. Den habe ich dann auch runtergeholt nach dem 0:3 in der 82. Minute. Hier wurde Stefan mit dem schönen Pass von Pascal Heinrich freigespielt. Stefan von Ameln wieder direkt abgezogen ins Eck und er war platt. Und dann denke ich, bei der Führung soll er sich den Applaus abholen von den zahlreichen Zuschauern. Und wie gesagt, er ist jetzt auch direkt zur Nachtschicht gefahren. Das hat er sich verdient. Ja, 3 Spiele, 9 Punkte, kein Gegentor. Man sah heute einen anderen Torwart auf der Linie. Danke, dass Sie das ansprechen. Mein Kevin Hanrath ist urlaubsbedingt abwesend. Und Jochen Zutzer, der eigentlich seine Karriere schon länger beendet hat, kam hier jetzt 2-3 Mal ins Training und hat seine Sache wirklich gut gemacht. Die wenigen Bälle hat er wirklich sicher souverän als Rückhalt für die Mannschaft weggeholt. Und man muss generell sagen, dass Voreifel eigentlich wenig Abschlüsse hatte. Und Jochen Zutzer war, wie gesagt, ein guter Rückhalt. Und da gebührt ein riesiges Lob und ein Dankeschön von der Mannschaft und auch von meiner Seite an ihn.